Hey und willkommen zu einem neuen Studio-Vlog. Es ist eine Weile her, aber nun geht's wieder los mit meinem normalen Arbeitsalltag. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, dass ich eine Zeichen-Challenge gemacht habe. Die hat 11 Tage gedauert und war ziemlich aufwendig. Das heißt, ich bin zu nichts anderem gekommen. Nun ist es aber wieder Zeit für das laufende Geschäft. Deshalb kümmere ich mich jetzt als erstes um die Bestellung. Und sobald die zur Post gebracht sind, sehen wir uns im Laden wieder und starten mit Nähaufträgen. Im besten Fall werden heute 2 Rucksäcke fertig.
Das waren die zwei Rucksäcke, obwohl ich zwischendrin nicht ganz so viel filmen konnte, weil einfach viel los war im Laden. Aber sie sind fertig und einen davon habe ich heute auch schon verpackt und werde den dann mit den anderen Bestellungen zur Post bringen. Das und ein paar andere administrative Sachen haben meinen ganzen Vormittag beansprucht. Und jetzt möchte ich mir gerne noch die Zeit nehmen, um einen Schmetterling mit Aquarellfarbe zu malen. Die Schmetterlinge sind nämlich Teil meiner kleinen Sommerkollektion und ich würde gern einen großen Stickerbogen machen mit ganz vielen verschiedenen Schmetterlingen. Also los geht's! Es ist der nächste Tag und der kleine blaue Schmetterling ist fertig. Mit dem habe ich jetzt also diese beiden, was natürlich noch nicht genug ist. Aber ich dachte, wenn ich jetzt jede Woche mindestens einen fertig kriege, sollte es noch im Juni mit meinem Stickerbogen klappen. Passend dazu würde ich auch gerne noch einen neuen Schmetterlingsstempel machen. Ich habe zwar schon drei im Sortiment, aber der erste hat relativ viele schwarze Teile, der zweite ist sehr kindlich und der dritte ist in diesem Blätterkranz. Also würde ich gerne noch einen machen aus der Zeichnung, die ich für dieses Aquarell gemacht habe. Also dann wollen wir mal.
So, der Stempelgummi ist fertig, die werde ich jetzt noch schnell montieren. Für meine Prototypen benutze ich immer die Stempelhölzer, die nicht mehr so schön sind, die ich aber einfach nicht wegschmeißen will. Der Stempel ist fertig und kann genauso bleiben. Und jetzt geht's in den Laden. Ich habe vorhin einen großen Schwung Sticker gedruckt und die werden wir jetzt zusammenschneiden. Sticker sind manchmal wie Pfannkuchen. Der erste wird meistens nichts, aber ich stelle die Maschine jetzt nochmal richtig ein und dann sollte es klappen.
Der erste Schwung an Stickerbögen ist fertig. Das hat gestern über 5 Stunden gedauert und dabei habe ich festgestellt, dass noch ein paar mehr Motive fehlen. Deshalb geht es damit heute weiter und bei der Gelegenheit will ich gleich noch den neuen Stickerbogen machen. Den habe ich damals gesetzt, als ich die neuen Papiere getestet habe. Dummerweise habe ich die Datei nicht gespeichert. Das heißt, ich werde den Bogen jetzt nochmal setzen, dann die ganzen Bögen drucken und dann geht's weiter mit dem Schnitt. So, ein paar Bögen sind noch übrig, die werde ich morgen machen und dann ist der Stickervorrat erstmal wieder aufgefüllt. Die restlichen Sticker sind auch fertig, obwohl beim letzten Motiv ein Kalibrierungsfehler ungefähr die Hälfte der Bögen zerschnitten hat. Deswegen sollte man immer ganz viel an dem Tag mit der Maschine arbeiten, an dem sie auch sauber schneidet. Nächste Woche möchte ich dann gerne die neuen Stickerbögen fotografieren für den Online-Shop, genauso wie den neuen Schmetterlingsstempel. Und ich würde gerne noch mehr von den Aufträgen abarbeiten, damit ich sie einfach aus dem Kopf habe. Da gehört unter anderem auch eine UF-Tülle dazu. Also seid gerne nächste Woche wieder mit dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Macht's gut.